Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen DM-Haul für dich. Im Prinzip ist es ein gesammelter DM-Haul, weil ich da mehrfach bei DM bestellt habe für diesen Haul. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe wie gesagt ein paar Mal öfter bei DM bestellt, weil ich einfach irgendwie, um ehrlich zu sein, manchmal einfach nicht einschlafen konnte und dann stöber ich immer so und bin dann bei den DM-Neuheiten und dann landet vielleicht mal das ein oder andere in meinem Warenkorb und wenn dann quasi der Mindestbestellwert erreicht ist, dann schicke ich die Bestellung immer ab und das hat sich hier ein bisschen angesammelt und ja, dann würde ich sagen, wir starten. Ich habe hier unten auch Timestamps, da könnt ihr weiterhüpfen, falls euch das jeweilige Thema, was ich gerade vorstelle, nicht interessiert. Das ist überhaupt kein Problem, denn nicht jeder kann alles mögen. Dafür sind wir halt alle Menschen und individuell. Leute, ich starte zuallererst mit Food, ne? Ich würde sagen, das macht, ja, genau, das sind große Viecher hier. Ich habe ganze zweimal bestellt Espresso ganze Bohne von DM Bio. Die waren mal neu, waren die mal. Aber wir haben die gekauft, wir haben die getestet, wir fanden die lecker und deswegen kaufe ich die nach. Ist ein Nachkaufprodukt. Wir haben einen Kaffeevollautomaten und ja, Espresso-Bohnen sind halt bekömmlicher für den Magen. Und da vor allem mein Freund halt Magenprobleme hat, ne, also dass der halt, ne, da ein bisschen aufpassen muss, sind wir da mal irgendwann so umgestiegen und ja, uns bekommen die halt auch einfach wirklich besser. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich habe von der einen oder anderen auch schon mal das Feedback bekommen, dass sie es auch mal ausgetestet hat, Espresso-Bohnen zu nehmen und dann ganz normal den Kaffee damit zu machen. Und dass es wirklich funktioniert. Also ich kann es nur empfehlen, gerade wenn ihr so wie ich und mein Freund, aber ich trinke mehr Kaffee als mein Freund, viel Kaffeetrinker seid, macht das durchaus Sinn. Und wie gesagt, das habe ich dann ganze zweimal bestellt, also in zwei verschiedenen Bestellungen meistens, um den Warenkorb halt vollzukriegen und den Mindestbestellwert zu erreichen. Kräftig aromatisch kann ich unterschreiben. Ich finde es aber jetzt nicht zu herb vom Geschmack her. 75% Arabica und 25% robuster Bohnen. Arabica ist ja dieses klassische, dieses, was im Prinzip jeder kennt und jeder mag. Und Robusta ist noch so von der Note her ein bisschen intensiver. Ich habe tatsächlich mal in dem Metier leider gearbeitet und naja, war auch eine Erfahrung, ne? Genau, aber da habe ich vor allem gelernt, dass Espresso-Bohnen bekömmlicher sind. Deswegen nehmen wir die seitdem. Also eigentlich ist es positiv, dass ich da mal gearbeitet habe. Egal. Auf jeden Fall, genau, finde ich das ganz cool. Ein Kilo sind hier jeweils drin. Kann man nicht meckern. Auch der Preis ist vollkommen in Ordnung. Nur normalerweise sagt man ja so um die 12 Euro, 10, 12 Euro für einen guten Bohnenkaffee kann man ausgeben. Ja, dann habe ich etwas geholt und damit wollte ich meinen Freund ein bisschen glücklich machen. Das sind Süßigkeiten, Ovo Maltine Crunchy Biscuit. Und so wie ich das gesehen habe, war das auch neu, keine Ahnung. Ja, fand ich sehr interessant. Dieses Ovo Maltine, da schwärmen ja so viele von, ne? Von diesem Malzaufstrich. Und mein Freund ist ein großer Freund von Vitamalz. Also das ist halt so deren, weiß ich nicht, Jugendgetränk, das gab es halt immer dort auf Familienfeiern, da bin ich ja auch anwesend gewesen und ich war mit die Einzige im ganzen Bunde, die kein Malzbier mochte. Genau, da habe ich mir gedacht, naja, mein Freund hat am 4.6. Geburtstag, ich drehe jetzt am 2.6., ihr seht das Video höchstwahrscheinlich nach dem 4.6. und dann wird ihm das wahrscheinlich gefallen, dass ich das geholt habe und ich glaube, mein Freund hat auch gerade keine Süßigkeiten mehr da. Ich glaube, das kriegt er gleich von mir. Mal gucken, wie er es so findet. Schreibe ich euch auf jeden Fall rein. Er ist halt, ne, ein großer Fan von Malz. Etwas, was ich aber für mich geholt habe, so zum Frühstück oder so mal für zwischendurch, von DM Bio Snack Knäcke mit Käse-Kürbiskern. Entschuldigung. Wer kann da Nein sagen? Also Knäcke mit Käse schon drin und dann Kürbiskerne drumherum. Geil. Ich bin halt so ein Fan. Ich mag gerne auch mal so was Herzhaftes. Manchmal kriegt er einfach Bock drauf. Und dann ist es einfach sinnvoll, wenn man sich halt sowas isst, weil das ja halbwegs gesund ist. Und ich finde es halt auch nice, dass DM Bio dieses ganze Bio-Gedönsen irgendwo erschwinglich und kaufbar macht. Und deswegen habe ich das charmant gefunden und wollte es ausprobieren. Genau, da haben wir halt richtig Kürbiskerne drin. Wir sehen da auch diese Käsepuffel drauf. Und das wird auch schön satt machen, denke ich mal. Und wenn man so ganz wild ist, so wie ich, kann man sich das auch nehmen und sich dann da so eine Art Nutella, habe ich tatsächlich auch von DM Bio, so eine nachgemachte Geschichte, einfach drauf machen, weil ich mag nicht gerne Käse mit Nutella, aber wenn ich ein Käsebrötchen habe und da Nutella drauf mache, oh, da geht die Party ab in meinem Geschmacksnerven, Knospen, Mund, Vieh, Gedönsen. Oh, geil, da kriege ich jetzt schon Bock drauf, obwohl ich eben erst noch gegessen habe, ne? Richtig, richtig cool.
So, dann schwenken wir mal weiter zu dem Bereich Haushalt. Ja, da habe ich, das sind einfach jetzt große Sachen, die müssen hier weg vom Tisch. Habe ich ein paar Düfte geholt. Einmal das Naturerwachen von Denk mit, das ist ein Duftflakon. Zitrisch-grüne Duftkreation, bis zu 6 Wochen frische. Sowas mag ich ganz gerne einfach bei uns im Gästebad oder einfach so bei uns im Flur. Wir haben keinen wirklichen Flur, aber in Durchgangsräumen oder so mag ich das ganz gerne. Einfach so als Lufterfrischer. Ich habe bei uns im großen Badezimmer diesen Airwick automatischen Gedönsen und da müsste ich mir tatsächlich das nächste Mal nochmal einen Nachfüller für holen. Egal. Ansonsten stelle ich sowas halt auch gerne bei uns in die Räume. Es ist nicht so, dass Sammy jetzt stinkt oder es bei uns zu Hause stinkt, aber ich mag es einfach gerne, wenn ich in Räume reingehe und jeder Raum so gefühlt seinen eigenen Duft hat. Ich mag das gerne, wenn es bei uns im Schlafzimmer nach Lavendel riecht, wenn ich das Kissenspray drauf mache, weil das so beruhigend ist. Ich mag es, wenn es im Badezimmer so ein bisschen frisch riecht oder nach frischer Wäscheduft, ne? Oh, da stehe ich drauf. Ich mag es, wenn es im Wohnzimmer einfach wohliger riecht, so ein bisschen blumig vielleicht oder ein bisschen gemütlicher. Wenn man zum Beispiel so Duftkerzen anhat, wenn man da halt irgendwelche gemütlichen Düfte anmacht. Da gibt es ja alle möglichen Kreationen, ne? Vanille und so ein Kram. Genau. Und das hier mag ich halt gerne, wie gesagt, im Badezimmer oder in Fluren oder im Küche. Ja, da mag ich das auch tatsächlich sehr gerne. Und sowas ist hier etwas, was ich auf jeden Fall gerne dann auch bei uns im Wohnzimmer habe, weil es ein fruchtiger Duft ist. Denkt mit Lufterfrischer für ein anhaltendes Dufterlebnis und Leute, es ist Wassermelone. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ne? Das war halt auch irgendwie neu und das musste mit. Und das hat, glaube ich, auch noch Vanille mit dabei. Keine Ahnung. Ich weiß, dass diese Denkt mit Duftviecher bei uns nicht so intensiv sind, aber ich habe hier meine Hoffnung, dass es dann doch vielleicht ein bisschen was wird. Mal gucken. Schauen wir mal. So, jetzt gibt es erstmal einen Schluck zwischendurch und ich gucke mal, was mein Hund da hinten treibt. Sammy, gleich hast du deine Füße aufgegessen. Und was machst du dann? Ja, du kannst dann nicht mehr gehen. Das geht dann nicht mehr. Ich weiß nicht, was der junge Mann immer hat, ne? Krass. Okay, ein bisschen Haushalt mache ich hier noch. Da habe ich hier einmal, da gibt es diese Nature-Linie. Da machen verschiedene Eigenmarken von DM mit. Das habe ich aber auch schon mal da. Das ist Pro Climate, umweltneutrales Produkt, Colorwaschmittelkonzentrat. Ne? Das finde ich ganz cool. Da habe ich schon eins da. Das ist jetzt quasi mein Backup. Und ich habe gesagt, ich möchte, wenn ich halt Waschmittel kaufe, entweder halt das in solchen Verpackungen mir demnächst nur noch holen, also dass du quasi so Nachfüllviecher hast, weil die kannst ja genauso gut als Benutzungsviecher nehmen. Oder, und da kommen wir jetzt zu, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Beispiele hole, was ich ja eigentlich ungern mache, aber es muss halt ab und an einfach mal sein, dass ich mir etwas hole, wo halt irgendwas mit natürlich draufsteht, weil es einfach fürs Gewissen schöner ist. Hier ist es zum Beispiel Duft aus recycelten Blüten, zweites Leben, das fand ich total charmant. Pflanzenbasierter Weichspüler, vegan, das fand ich auch charmant. Flasche aus 100% recyceltem Plastik, was willst du mehr? Das ist nämlich von Softlan, hätte ich auch mal sagen können, der Weichspüler, recycelte Jasminblüten. Ich mag Jasminblüte. Und wenn das alle recycelt ist und so, das unterstütze ich. Ne? Der ist nicht so, der ist ein bisschen flüssiger, der ist nicht ganz so dickflüssig, ne? Aber komm, wir schnuppern mal dran, da halten wir das nächste Mal dran. Das kann man ja online nicht machen. Oh Gott, ja, das riecht so gut. Da freue ich mich schon drauf, meine Wäsche damit zu waschen. Das finde ich toll. Das finde ich echt toll. Also guckt euch den auf jeden Fall an, wenn ihr, ne? Gönnt euch. Wenn ihr so ein Näschen habt wie ich. Und das hier wollte ich mir auch mal angucken, weil die Werbung kam. Und da wurde ich angefixt. Aber man könnte theoretisch gratis testen. Also theoretisch könnte ich den einscannen und dann würde ich das für Ume kriegen. Nee, das lasse ich jetzt aber mal. Also sowas, das ist mir zu viel Aufwand für die 3 Euro, 2,50 Euro, die ich wieder kriegen würde. Lenor Weichspüler, Meeresbrise Fresh, Flasche aus 50% Altplastik und so schaut das Ganze aus. Und da habe ich mir gedacht, komm, da steht auch irgendwas mit recycelt und Rampampam drauf. Jede Nacht ein Bett wie frisch gewaschen. Ne, dann nehme ich das für unsere Bettwäsche und fühle mich da ein Stück weit gut mit, weil meine Bettwäsche kriegt eigentlich schon immer Weichspüler ab, weil sich das ein bisschen flauschiger anfühlt. Und das riecht halt typisch, ne? Typisch frisch gewaschene Wäsche von Lenor. Oh, das mag ich einfach gerne. Fresh, ja, Meeresbrise. Riecht überhaupt nicht nach Meeresbrise. Riecht einfach nach frisch gewaschener Wäsche. Aber es riecht gut. Ja, so. Was ist denn hier noch von Haushalt, Leute? Das ist natürlich jetzt schwierig. Jetzt komme ich aber eher... Ja gut, das ist eher so Körper...
Körper. Wir kommen jetzt zum Bereich Körper. Ja gut, da gehören für mich halt auch einfach mal FFP2-Masken mit dazu. Ne? Die gibt es halt bei DM in schwarz in diesem 5er-Pack. Die kosten ungefähr 1 Euro pro Stück dadurch, ne? Weil die auch irgendwie 4,95 oder so kosten. Ich weiß nicht, ob die sogar reduziert waren. Ich mag die aber gerne. Ich mag diese schwarzen Masken. Ich habe noch keine gefunden, die jetzt irgendwie mit Print drauf sind oder so, weil ich möchte halt so ein bisschen was anderes haben. Ich möchte nicht dieses klassische Weiß, nicht nur, weil das Make-up sich natürlich daran abstempelt und das irgendwann echt blöd aussieht. Das tut es hier ja auch, aber man sieht es halt nicht. Sondern auch, weil ich es einfach schön finde, einfach was anderes zu haben. Ich mag nicht immer diesen Einheitsbrei. Deswegen habe ich ja auch immer meine Nägel immer so bunt und bin selber halt einfach so bunt, wie ich bin. Und ja, deswegen möchte ich bei Masken schwarz haben. Egal, einfach was anderes. Ne? Das ist jetzt nichts Buntes, aber falls ihr empfehlenswerte FFP2-Masken habt, die irgendwie so einen Blumenprint oder sowas drauf haben, dann packt mir mal gerne die Links dazu unten in die Kommentare, dass ich mir die gegebenenfalls nachkaufen kann, weil ich suche da echt nach und ich hätte gerne sowas. Und ne, ja, jetzt habe ich halt schwarze, das ist halt schon ein bisschen was anderes, aber jetzt nicht so ultimativ auffällig. Ich bin eine Frau, ich habe meine Los Vojos. Die bekämpfe ich natürlich mit ganz klassischen Produkten, also bekämpfen ist gut, ne? Behandle ich mit OBs, also mit Tampons. Da verwende ich meine Menstruationstasse. Ich bin aber manchmal nicht entspannt genug, um sie halt reinzumachen, um sie einzuführen. Deswegen verwende ich ab und an dann doch eher nochmal einen Tampon. Yes or Nature, das ist halt auch mal so eine etwas charmantere Geschichte, das ist jetzt in der Größe normal, weil das halt natürlich ist und irgendwie fühlt sich das dann natürlicher an, wenn man sowas drin hat. Ich weiß es nicht. Ökotex Standard und keine Ahnung. Irgendwas ist da auf jeden Fall ökologisch behandelt. Keine Ahnung. Oder eben nicht behandelt. Und das finde ich halt charmant so. Und nachts verwende ich halt keine Tampons oder keine Menstruationstassen, sondern da verwende ich Menstruationsunterwäsche zum Beispiel. Da habe ich ja auch von anderen. Ich habe so viele verschiedene Marken jetzt mittlerweile, was Menstruationsunterwäsche angeht, weil ich die halt super gerne verwende, ne? Egal, auf jeden Fall habe ich hier jetzt von Selena Kerr mir wieder welche nachbestellt. Genau, dieses Menstruationshöschen habe ich schon, auch in der Größe M. Finde ich klasse, ist total praktisch, hat hier oben so halt ne Spitze, läuft bei ihm. Ist halt ein bisschen schicker, ne? Jetzt im Sommer ist es ein bisschen warm da drin, das muss ich gestehen, aber für nachts ist es vollkommen in Ordnung. Und auch wenn ich mich nachts dann viel bewege, hält dicht, ne? Nur mal so nebenbei. Und ja, hier haben wir halt dann innerhalb dieses Bereiches so einen extra gefütterten Bereich. Fängt das ganze Kram auf, ne? Also gerade für nachts finde ich es halt sehr angenehm, Menstruationsunterwäsche zu tragen. Und deswegen habe ich mir jetzt halt nochmal eine nachbestellt. Und das finde ich klasse. Ich packe die auch ehrlich gesagt in den Trockner. Soll man normalerweise nicht machen. Ich mache es trotzdem. Bin da eiskalt und ich wasche die auch bei 60 Grad einfach fürs Gefühl. Antibakterielle Schutz und so weiter sagt das ja schon. Die Umwelt, weil du ja Ewigkeiten damit auskommst. Eigentlich sollst du es bei 30 Grad waschen. Ich wasche es wie gesagt bei 60 Grad. Einfach fürs Gefühl. Ja, genau. Menstruationsunterwäsche. Dann habe ich auch noch geholt, Slip-Einlagen. Und zwar brauche ich die. Ich hatte versucht, mir das abzugewöhnen, aber es ist ja keine Sucht in dem Sinne, wie sich jetzt das Rauchen abzugewöhnen, sondern es ist einfach etwas, was der Körper braucht, weil es ansonsten einfach sich nicht gut anfühlt, weil ich das einfach brauche. Ne? Deswegen habe ich mir Slip-Einlagen geholt. In dem Fall ist es jetzt einfach mal runtergefallen, ne? Sowas nennt man Schwerkraft. Die Yes and Nature, also halt auch wieder die natürlichen. Ich weiß nicht, ich glaube von Rossmann hatte ich auch welche geholt, diese natürlichen. Die waren nicht so pralle, weil die gefusselt haben. Die Yes and Nature glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Und die haben einen schönen Print. Den mag ich leiden. Das finde ich hübsch, das finde ich gut. Und ja, bei einer anderen Bestellung hatte ich mich leider verklickt und habe dann anstatt von den Slip-Einlagen mir zweimal die Binden reingepackt. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Egal, jetzt habe ich sie da, ne, zweimal, darum. Weil ich habe eigentlich ja noch super viele da aus einer My Lily Box oder so heißt das. Weiß ich nicht, gab es auch mal bei Rossmann, habe ich bestellt. Da habe ich super viele Binden eigentlich zu Hause. Keine Ahnung, kann ich mich halt auch komplett mit einpacken, wenn ich lustig bin. Aber sowas wird ja nicht schlecht. Das kann man ja halt dann irgendwann aufbrauchen. Ja, genau. Dann habe ich noch ein bisschen mehr in dieser Pro Climate Reihe rumgestöbert. Und da habe ich hier Alverde Pro Climate, ich dachte, die wäre viel kleiner, eine Zahncreme in natürlichen Kräuterextrakten. Ist das ein Oschi? 125 Milliliter? Also ich meine, guckt euch das mal in Relation zu meinem Kopf an. Ich finde es schon heftig, ne? Aber ja, fand ich charmant, ne? Ich hoffe nur, dass es dann auch wirklich die Zähne reinigt. Müssen wir einfach mal gucken.
Auch für den Mund habe ich mir mitgenommen von Alverde die Mundspülung mit Biomelisse. Mein Freund verwendet sowas super gerne. Ich verwende sowas ab und an auch mal. Zum Beispiel auch meine Zahnschiene darin über Nacht einzuweichen. Keine Ahnung, zu reinigen halt. Ne? Und ja, mit Fluorid und ohne Alkohol, ohne Ethanol. Und deswegen hoffe ich, dass es nicht so scharf ist, weil ich mag nicht so gerne, wenn die Sachen so scharf sind. Ich mag es, wenn es reinigt, aber ich mag es nicht, wenn mir mein Mund halb wegfliegt. Vor lauter Schärfe von Alkohol und Menthol und Rampampam brauche ich nicht, mag ich nicht, finde ich unangenehm. Ich habe sehr empfindliche Zähne. So, weiter geht's mit dem Körper. Ich habe so viele Schwärmen davon, ne? Und ich bin ja auch, ich darf ja auch mal faul sein. Normalerweise zupfe ich mir die Augenbrauen. Aber ich habe mir gedacht, naja, komm, hier gibt es jetzt von Evelyn diese Augenbrauenformer und dann wollte ich die auch mal ausprobieren. Das sind halt so super lässige Einklingenrasierer im Prinzip und damit kann man dann sehr, sehr vorsichtig an den Augenbrauen oder wofür ich das wahrscheinlich nehmen werde, für die Oberlippe, ne? Dass man da halt so ein bisschen, wenn ich einfach keinen Bock auf Schmerzen habe. Manchmal habe ich das, dass ich dann einfach da stehe und sage, nö, deswegen müsste ich auch mal wieder ran. Aber ich stehe dann immer da vorm Spiegel, habe das Epiliergerät in meiner Hand und denke mir, au. Ja, deswegen habe ich mir die jetzt geholt, weil ich einen Au-Moment hatte. So, dann habe ich mir auch noch geholt von Balea Natural Beauty die feste Bodybutter. Das fand ich einfach interessant. Mit Bio-Hibiskus-Extrakt und Bio-Jojoba-Öl für trockene Haut. Ich habe trockene Haut und ich habe da schon, also festes Gesichtspflege, feste Nachtcreme habe ich schon mal was verwendet von Solid irgendwas. Festes Shampoo, feste Spülung, Safe und festes Duschgel auch, aber jetzt feste Bodybutter, stelle ich mir sehr spektakulär vor. Ich frage mich halt nur, wie lange du dieses Ding dann über deine Haut reiben musst, damit es funktioniert. Mal gucken. Also hier ist so ein bisschen Produkt an der Seite. Aber wenn ich das jetzt so anpacke, gut, jetzt im Sommer geht es wahrscheinlich eh einfacher, weil die Außentemperatur viel wärmer ist. Ja, und das schmilzt dann direkt, ne? Muss ich mal gucken. Oh, das ist aber sehr ölig. Das ist sehr, sehr ölig. Guck mal, ein öliges Handgelenk. Ja, okay. Ja, genau, so viel dazu. Dann habe ich etwas gesehen, ich wollte mir keine Tuchmasken mehr holen. Aber die war neu und die soll innerhalb von 5 Minuten wirken. Und das ist eine Limited Edition und die ist mit Niacinamin. So, Miet. Vor allem. Ne? Also, da konnte ich nicht Nein sagen. Und da wurde so viel Werbung für gemacht. Und dann wollte ich die jetzt auch ausprobieren. Werde ich heute Abend mal verwenden. Die ist mit Grünkohlextrakt. Also das finde ich total fancy, sich einfach mal Grünkohl ins Gesicht zu packen. Keine Ahnung. Verfeinernd, Niacinamid und Grünkohlextrakt. Ja, Ampullenserum. Läuft. Und 5 Minuten, Leute, ne? Rucki zuck, fertig ist die Laube. Finde ich total super. Und ich sehe gerade, dass fast alle Körperprodukte, die ich gekauft habe, grün sind. Läuft. Aber ich bin halt voll auf diese Pro-Climate-Serie abgefahren. Da hat ja auch schon die eine oder andere von berichtet. Bei Natalie Nordbeauty habe ich das gesehen und auch bei Incipedia. Die hatte das auch vorgestellt. Und die haben gesagt, dass es gar nicht mal so schlecht ist. Also ich glaube, sogar sehr gut sein soll. Und Sundance ist ja sowieso eine ganz gute Sonnenpflege, ne? Also die haben immer sehr, sehr gut abgeschnitten bei den ganzen Tests und da habe ich mir gedacht, komm, das gönne ich mir mal. Lichtschutzfaktor 50 soll das haben. Hoch, ja, safe brauche ich. Gesicht und Dekolleté, Sofortschutz, wasserfest, das finde ich auch sehr charmant. Ohne Octocrylene und Duftstoffe, ne? Ja, und wir brauchen jetzt gerade, also wir brauchen ganzjährig Sonnenschutz, aber jetzt umso mehr, wenn die Sonne halt rauskommt und deswegen fand ich das cool. Ja, minimaler ökologischer Fußabdruck, Kompensation von CO2-Emissionen und so, Rezeptur leicht biologisch abbaubar, ist doch cool, UVA und UVB-Schutz, läuft. Dann habe ich mir ein Deo-Zerstäuber geholt, fand ich interessant, ich mag ja nicht mehr so gerne dieses Deo in Aluminiumflaschen, deswegen hole ich mir das lieber halt in so Sprayviechern. Klar, es ist aus Plastik, aber das müsste ja auch irgendwas mit Recycled Bla sein, 25% mehr Inhalt, okay. Umweltneutrales Produkt, Deo-Zerstäuber, ist von Alverde, Zitronenmelisse-Duft. Und das fand ich einfach interessant. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das auch jetzt wirklich vom Schwitzen schützt, aber ich werde es mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht, ne? Jo, so, das war's mit Körper. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen dekorative Kosmetik. Und zwar habe ich mir etwas geholt, was ich einfach interessant fand, von L'Oreal Paradise Pomade Ecstatic. Fand ich witzig. Habe ich, glaube ich, Warm Blonde, 102 ist die Farbe. Ist halt so eine Pomade. Und die erinnert mich halt auch so ein Stück weit an die von Benefit, ne? Da hast du wohl hier oben irgendwie so einen Pinsel drin. Ja, hier ist ein Pinsel drin. Kann man da immer wieder zurückstecken. Und hier unten hast du dann die Pomade. Die werde ich mal mit euch zusammen austesten. Die sieht aber wirklich gut aus. Ne?
Das kann wirklich? Das kann? Oh Gott, das passt ja richtig gut. Bin gespannt, wie sie dann wirklich auf den Augenbrauen aussehen wird, aber das teste ich mal in so einem Full-Face-Drogerie-New-In. Judith Williams oder Judith Williams hat neue Produkte rausgebracht. Da habe ich mir geholt den Juicy Lip Wonder mit pflegenden Ölen, Ultimate Lip Drink Intense Care Soft Touch. 4,2 Milliliter sind hier drin, das ist ganz schön viel, in der Farbe 510 Soft Kisses. Erinnert mich tatsächlich von der Optik sehr an die von, erinnert mich an super viele Lipglosse, weil dieses Rosé ist halt eine ganz klassische Geschichte, aber erinnert mich halt auch an diese von Maybelline? Lifterglosse? Manhattan? Maybelline, ne? Ja, genau. Aber der hat keinen Schimmer mit drin. Das ist einfach wahrscheinlich dann so ein Your Lips But Better Gloss-Vieh. Dann habe ich mir von e.l.f. die Camo CC Cream geholt mit Lichtschutzfaktor 30. Full Coverage soll die haben in der Farbe 420. Die habe ich bei Maxim gesehen. Die musste ich nachkaufen. Die hat ihm so gut gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm Claudinchen, du hast ja nicht schon 5 Milliarden Foundations. Die muss jetzt auch noch sein. Einen Primer habe ich mir jetzt auch noch mitgenommen. Den habe ich, glaube ich, auch bei einer anderen YouTuberin. Ich lasse mich unfassbar krass anfixen immer. Maybelline Fit Me Luminous Smooth Hydrating Primer. Normale bis trockene Haut mit Lichtschutzfaktor 20. Das passt einfach, ne? Und auch das war relativ neu deklariert. Deswegen habe ich den auch mitgenommen. Auch die war neu. Hat Love in Zusammenarbeit mit Anne Lipke diese wunderschöne Palette rausgebracht, wo so viele auch schon von geschwärmt haben. Aber ich habe mir erst gedacht, I Love Me More heißt die Palette. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, ich weiß ja nicht. Also die Farben habt ihr ja auch schon wahrscheinlich vielfach gesehen, ne? Da kannst du safe mit der einen Hälfte einen ganz normalen Alltagslook mitschminken und dann so einen Day-to-Night-Look. Aber ich bin kein Fan von diesen roten Looks eigentlich. Weil bei mir sieht das immer aus wie Augenentzündung. Es sei denn, ich mache halt einen mega artistischen Look damit. Dann kann ich auch mit roten Lidschattenlooks gut arbeiten, ne? Aber gut, ja, da bin ich jetzt einfach gespannt drauf. Ein schwarz oder ein gräuliches Schwarz, Serotonin, witzig, ist da auch noch mit bei. Also eine tolle Palette, erinnert mich auch an die von Tamtam, von Tara, von der Optik und Haptik. Bin ich jetzt einfach mal gespannt, werde ich auch mit euch mal ausprobieren. Ich brauche irgendwie so 5 Köpfe noch zusätzlich, bitte. Dann habe ich hier noch eine Mascara. Das ist die Don't Leave Me Baby High Pigment Technology Long Lasting Proof Ultimate Volume Maximal Length von Judith Williams. Das ist diese hier, die hat so ein erdnussförmiges Bürstchen, was mich auch so ein bisschen an Dingenskirchen erinnert, an die Paradise Ecstatic und an die Better Than Sex Mascara und so weiter und so fort. Also an viele Mascaren, die halt super gut bei mir funktionieren, ne? Deswegen. Die riecht leicht chemisch. Also ganz, ganz leicht nur, ne? Aber na, kann man mögen, muss man nicht. Noch eine Lidschattenpalette habe ich mir geholt. Und zwar von BH Cosmetics. Die haben mir ja diese neue Reihe rausgebracht. Und ich habe mich für die hier entschieden. Und zwar ist das die Do Not Disturb Palette. Wahrscheinlich, weil man das dann ja hochklappt. Das ist tatsächlich eine von denen, die noch einen Spiegel drin haben. BH Cosmetics schafft das jetzt ja nach und nach ab. Und die Farbauswahl, die ich habe keine Ahnung, warum ich... Also krass. Ich stehe ja auf diese kühlen Paletten. Ich stehe auf diese Töne. Passt jetzt auch gerade echt zu meinem Outfit, ne? Cool. Sieht sehr, sehr geil aus. Wir haben 4 matte Töne und 5 schimmernde Töne. Ja. Ist eher dunkel dann vom Look her, ne? Aber sieht spannend aus. Doch, die will ich auch mal ausprobieren. Dann habe ich mir jetzt auch noch, ich trinke mir erst einen Schluck, diese Julia Beauty X Box geholt in Kooperation mit Essence. Weil ich finde, Support ist kein Mord und die war halt super reduziert. Ich weiß gar nicht, was das soll. Die hat irgendwie nur noch einen Apfel und ein Ei gekostet. Aber gut, dann habe ich gesagt, nehme ich die auf jeden Fall mit. Ich hatte da sowieso schon mit geliebäugelt und dann war die, als ich die halt wirklich mir bestellen wollte, reduziert. Gut, Julia's Melody Box heißt die Box ja an sich. Und so sieht das dann aus, wenn man das so hochklappt. Und da haben wir verschiedene Produkte von Essence mit dabei, die auch im Standardsortiment drin sind. Aber auch eine Lidschattenpalette, die sie halt so rausgebracht hat. Hier hat man noch ein Kärtchen mit da drin. Das finde ich auch ganz nett. Hier haben wir so Body-Tattoos. Ja, ne, bin ich jetzt ein bisschen zu alt für, glaube ich. Hier haben wir ein Shine, Shine, Shine. Wet Look Lipgloss. Das ist einfach ein durchsichtiger Lipgloss. Eine Mascara, False Lash Effect Mascara. Und da ist halt wirklich drauf, ne, also überall drauf. Julia oder Julia Beautix ist da mit drauf. Das ist eine wasserfeste Mascara. Ich bezweifle, dass die bei mir bleiben wird. Ich glaube, die wird eher weiter wandern, weil ich mag nicht gerne wasserfeste Mascaren. Dann habe ich hier dieses Fixing Compact Powder von Essence All About Matte mit drin. Das mag ich super gerne. Aber ich finde es so geil, dass die wirklich auch auf solche Standardprodukte dann diese
dieses, ja, draufgedruckt haben, ne, dass es in Kooperation mit ihr halt ist. Dann dieses wunderschöne Armband, dieser echt coole jeansblaue Nagellack, den ich feier. Also das ist eine ganz, ganz coole Farbe. Die kann man toll mit anderen Farben, mit anderen neuen Farben safe kombinieren. Und dann habe ich hier die Lidschattenpalette. So, die muss ich mir erstmal rausnehmen. Und die sieht farblich sehr tragbar aus. Aber halt echt voll mein Beuteschema, ne? Also krass. Mega krass. Und ich mag diese 9er Paletten von Essence halt auch sehr gerne. Das sind jetzt hier 6 matte und 3 schimmernde Farben. Einer davon ist so ein gebackener, mit, also der unten in der Mitte, mit so einem lila und Champagner-Shift, sage ich mal. Finde ich spannend. Werde ich auch mit euch zusammen austesten. Wie gesagt, ich brauche noch irgendwie ein paar mehr Köpfe, weil was ich alle ausprobieren will, ist ja der Wahnsinn der Typen. Ja. Dann kommen wir mal weg von dekorativer Kosmetik und dann habe ich jetzt hier den Bereich Sonstiges. Da habe ich jetzt 3 Produkte, random Produkte. Zum einen fange ich mit Schmuck, wobei das ist jetzt die Kategorie Schmuck, okay. Evelyn, da gibt es ja so geile Maskenketten, ne? Oh, ich habe ja eine. Die hat, also die andere von den beiden, die es da wahrscheinlich gibt. Die ich habe, hat so Perlen dazwischen. Die habe ich jetzt heute zum Beispiel auch zur Arbeit gehabt, deswegen habe ich heute auch meine Perlenohrringe drin. Und das hier ist jetzt eine, die man halt auch so schön tragen kann, wenn man so Glitzerschmuck hat oder wenn man diese Plättchenketten trägt oder Plättchen-Ohrringe oder sowas. Es passt dann halt, ne? Das spiegelt sich so wieder. Und ich finde die einfach praktisch. Und ich wurde jetzt auch auf der Arbeit schon von vielen darauf angesprochen, dass sie das total cool und stylisch finden. Und auch von anderen Leuten so in meinem Umfeld. Und das fand ich echt cool, das hat mich gefreut. 4,45 € kosten die Teile und es ist einfach praktisch, wenn du das einfach dann, ne, um die Maske drum und dann lässt es dann einfach runterhängen und dann kannst du die bei Bedarf aufsetzen und so. Echt praktisch. Dann habe ich mir noch was geholt, das ist jetzt hier wahrscheinlich, ja, für meinen Schminktisch. Ja, nehme ich das, genau. Dafür ist es gedacht. Ist so eine Box. Hat gefühlt jeder Influencer und ich brauchte jetzt auch so ein Vieh. 10×15 ist die von der Größe her. Das ist jetzt die Love Version oder so stand hier drauf. Love Edition. Mhm. Ja, es ist einfach hier so eine Glasbox tatsächlich. Also wirklich Glas und nicht Plastik. Und dann halt mit diesem Roségold, weil alles, was hier so auf meinem Tisch steht, meine ganzen Organizer und so, sind alle in diesem Rose Gold. Und deswegen fand ich das ganz praktisch, wenn man da einfach so ein paar kleine Sachen reinmachen möchte, ne? Ja, fand ich hübsch. Mhm. Dann habe ich hier noch last but not least Food für Sammy, also Hundefutter. Da hat er eben auch schon einen von bekommen, denn er hat seine erste Moor-Mischung bekommen. Ja, Sammy kriegt, ja, der frisst in letzter Zeit halt relativ oft bei uns Erde oder leckt halt die Erde. Und das ist halt dieses typische Dreckscheuer den Magen und dann, ne, Hundeinstinkte, bla. Und da haben wir uns gedacht, gut, da müssen wir irgendwie was überlegen. Und dann habe ich Moor geholt. Moor in Bottich. Ja, und das mischen wir dann halt mit seinem Nassfutter oder mit dem Trockenfutter. Mit Nassfutter kriegt man das halt besser hin. Und hier ist halt von Wow so verschiedene Sorten. Das ist so eine Probierbox, ne? Finde ich ganz cool, kann man mal machen. Und deswegen habe ich die für den kleinen Mann bestellt, einfach um einen kleinen Nisterbaum etwas besser anreichen zu können, was er vielleicht sonst nicht so gerne frisst. Und das war es ja auch schon mit meinem Haul. Ist aber ganz schön lang geworden, tut mir leid. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich... Aua, jetzt haben sich meine Ringe verhakt, ne? Wow. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!